Schiff bauen. Und dann musst du mich unbedingt auf der Jungfernfahrt begleiten. So, versuchen wir Odin nochmal. Vor allem, das war der schwache Odin, ne? War schon fast stylisch, was da gerade passiert ist. Da bist du, Platt. Nimm das. Hast dich gewarnt. Oh, Komet ging noch durch. Sehr gut. Aua. Moment, der hat gerade ein... Ja gut, das kann ich nicht machen. Er hat halt einen Buff für Dings drauf. Aber das kann ich nicht wegbuffen. Jetzt aber frech. Jetzt erst recht. Übernimm du. Triffst du von da auf? Oh, echt? Ja. Komm schon, Juppie. Jetzt reiß dich mal zusammen. Hab dich gewarnt. Cloud hat kein Dings. Hä? Wieso hat der... So, warte. Phönix beschwören. Safety und so. Einfach damit wir geheilt werden. Okay.
Teilen ist eine Tugend. Danke. Oh wow, Spiegel, was? Was ist denn Spiegel auf einmal? Was ist Kronos Kerker denn jetzt? Das ist irgendein Gemach-Scheiß. Oh, stopp. Danke. Das ist ein Stoppzauber. Großartig. Ja, was sind denn das für Angriffe? Wie viele hast du denn? Du machst gleich wieder Zantizuken. Ich hasse dich so sehr. Oh mein Gott, hab ich ein Glück. Bringen wir es hinter uns. Das war's. Eine große Sache. Ich glaube, wenn ich ihn nicht geschockt hätte, hätte er wieder seinen Zantizuken gemacht. Dass es jemals jemandem gelingen würde, Odin zu besiegen. Seine Angriffe sind präzise und seine Verteidigung ist kaum zu durchbrechen. Ein Fehler bedeutet den Tod. Von nun an wird er euch mit seinem mächtigen Zantetsken einen Weg in eine Strahlung. Zantetsken heißt das, okay. Zantetsken. Ich bin schon sehr gespannt, wo ich dir das nächste Mal begegnen werde, Klaus. Nicht Zantizuken, Zantetsken. Okay. Wenn du raus willst, dann auf. So, dann gehen wir gleich einmal hier rein. Mein Dienst hier geht noch ein halbes Jahr. Gott, die ganzen Synchro-Fertigkeiten, ey. Draußen macht ein LKW Piepsgeräusche, als ob da was abgeschleppt wird. Ein Meeresabschnitt noch im Esper. Pff, kann sein. Ein Secret Esper vielleicht? Fehlen einige, die noch in 7 drin waren. Naja, wenn du was kaufen willst, sage ich nicht nein. Wir müssen eine Pinkelpause machen. Bin gleich wieder. Also, ne? Oh. So, wir machen eine kurze Pinkelpause. Ich bin gleich wieder da.
Ich wollte einmal pennen. Oder werde ich geheilt nach einer Esper? Nee. Dann einmal pennen gehen. Willkommen. Ach scheiße, ich hätte was zu trinken mitnehmen müssen. Mann. Moment, ich hol's eben. Jetzt geschlafen? Ja, okay. So. Quest. Nibel. Hallo, Kato. Shinra-Villa-Kram. Okay. Ist das die Spooky Quest? Die Spooky Quest gab es in der PS1-Version auch. Hier schon wieder? Was ist denn dieses Mal? Ich bin zwar offiziell als Verwalter der Villa tätig, kenne aber keine Details. Belegt ist, dass Shinra in seiner Gründungszeit Land von Nibelheim pachtete und die Villa dort als Forschungslabor errichtete. An was genau geforscht wurde, ist aber geheim und die Akten, die man nicht vernichtet hat, wurden größtenteils geschwärzt. Ich frage mich wirklich, woran sie wohl gearbeitet haben. Die gefallenen Wutai-Krieger vom Reaktor sind von Shinras Forschungstrupp abtransportiert worden. Von woher sie eingedrungen sind, wird momentan untersucht. Dass es den guten Herrn Murasaki erwischt hat, kann ich irgendwie immer noch nicht glauben. Patienten mit Mako-Vergiftung werden von Shinra zu uns geschickt und auf Kosten des Konzerns bei uns behandelt. Eigentlich fehlt es ihnen bei uns an nichts, aber trotzdem sind in letzter Zeit einige von ihnen einfach ausgebüxt. Sag mal, ihr wart ja ziemlich lange in der Shinra-Villa. Was habt ihr da drinnen eigentlich gemacht? Wir haben uns nur das Terminal mal ausgeborgt. Verstehe. Wieso die Frage? Nun, es ist so... Seit jenem Tag hört man aus der Villa manchmal eine Frauenstimme. Da dachte ich, also, ihr habt da nicht zufällig Geister gesehen? So ein Quatsch. Außerdem, wozu bist du der Verwalter? Sieh gefälligst nach! Mit meiner Zugangsberechtigung komme ich leider nicht in die Villa. Aber die Geschichte ist wahr. Das müsst ihr mir glauben. Im ersten Moment könnte man meinen, es seien einfach nur der Wind oder raschelnde Blätter. Aber da ertönt ein weinerlicher Singsang. Wirklich. Wie von einer unendlich traurigen Frau. Ohne Scheiß. Ehrenwort. Und zwar erst, seit ihr in der Villa wart. Das kann doch kein Zufall sein, oder? Ich finde deshalb, ihr solltet der Sache mal auf den Grund gehen. Hey! Na, wer traut sich? Kommt mit mir. Ab in die Villa. Tut mir leid. Ich find's immer noch doof, dass die Villa nicht so ist wie in der PS1-Version. Außer sie ist jetzt auf einmal so. Der Geist hat umgebaut. Das wäre geil. Ich wollte das sammeln, aber Cloud dachte sich... hochklettern wäre smarter. So. Nichts hören. Gut, voll geklärt. Dann können wir ja jetzt wieder zurück. Ah! Was soll das werden? Ruhe. Beunruhigend. Sag bloß, du hörst was. Unter uns. Spürst du es? Nein. Ich spüre nichts. Aber wenn du das sagst, dann schauen wir lieber mal nach.
Ist nicht dein Ernst, oder? Etwa Angst. Angst? Ich doch nicht. Ist mir völlig fremd. War mir nur nicht sicher, ob du der Sache gewachsen bist. Das lass meine Sorge sein. Das ist doch völliger Unsinn. Ich meine, was der Verwalter da erzählt hat, das klang doch wie eine Mann, dass die obere Etage dicht ist. Hier gibt's Geister? Gut möglich. Also, wie bei den Gi, hm? Das waren ja im Prinzip auch so eine Art Geister. Oh! Diese Stimme! Habt ihr das auch gehört? Klar und deutlich. Das klingt nicht nach einem G. Und was ist das dann? Das wird sich zeigen. Sag mal, in welcher Beziehung stehst du eigentlich zu Sephiroth? Jedes Mal, wenn er seine Gräuel verübt, bin auch ich dafür verantwortlich. Denn ich hatte die Chance, ihn auszuschalten. Mehr als einmal. Aber ich habe sie nie ergriffen. Nimm dir das nicht zu Herzen. Ach ja? Den wird man nicht los. Selbst wenn er stirbt. Er verfolgt einen ewig. Erbauliche Aussichten. Ich bin immer noch sad, dass Vincent immer noch nicht in unserem Team ist. Wartet. Sid verkrafte ich noch, aber Vincent ist wild. Des Wachdienstes. Ohne die geht es nicht weiter runter. Vom Yuffie als optionaler Charakter wird uns ins Team gezwungen, weißt du? Aber Vincent kriegt hier nur Screentime mit als Zeckenschar. Hast du vielleicht eine Theorie, von wem diese Stimme stammen könnte? Lebt hier vielleicht noch eine Frau oder so? Unwahrscheinlich. Früher hat hier mal eine geforscht, aber die ist schon lange weg. Und woher stammt dann diese Stimme? Das versuchen wir ja herauszufinden. Wie oft muss ich es dir denn noch sagen? Barrett, ey. Auf dieser Ebene wurden Kampftests vollzogen. Viele der Probanden haben das nicht überlebt. Man hat sie entsorgt wie Müll. Tja, du willst mir doch bloß einen Schrecken einjagen. Glaub nicht, ich fall darauf rein. Creepy. Weiter. Hier hinter befindet sich der Kampfsimulator. Weiter geht es nur, wenn man den Test besteht. Gutes Gelingen. Herzlich willkommen, meine lieben Versuchsobjekte. Der schon wieder. Ihr werdet euch jetzt einer Reihe von Probekämpfen unter realen Bedingungen unterziehen. Die Mission wurde eigenhändig von mir entworfen. Ihr dürft euch geehrt fühlen. Gut, wir sollten keine weitere Zeit verlieren. Euer Tod ist kein Verlust, aber hinterlasst mir vorher ein paar brauchbare Daten, verstanden? Uff. 4 Kämpfe. Na gut. Nichts überstürzt. Zu Dienst. Hab ich den. Das war's. Der Blitz soll dich treffen. Hab dich gewarnt. Und vorbei. Jetzt ist... Wie ist das? Das war's.
Ih, das Auge, wie es da wegrollt. Ih. Es ist noch nicht vorbei. Wunderbar. Bereitet mir auch im nächsten Kampf Freude. Habe ich FP dadurch gekriegt? Das wäre wichtig. Okay. Dann übernimm. Jetzt gibt's eine Lehrstunde. Sind alle bekannt? Brauchen wir nicht scannen? Let's go. Wie ist das? Flamme der Ninja. Hat dich gewarnt. Pass mal auf. Hab ich dich. Das war knapp. Jetzt ist Schluss. Hab ich dich. Hab dich gewarnt. Ja, 2 FP. Wo kommt der Judikator her? War der die ganze Zeit da? Ach, der hat Dings an. Hallo, wir haben nicht ewig Zeit. Nicht mein. Oh, what the fuck? Das mir. Und tschüss. Der Feind ist geschwächt. Einfach Yuffie gewonnen hätte. Keine große Sache. Auf zur nächsten Prüfung. Wird Yuffie auch geheilt jetzt? Ja. Oh Gott, nicht der in der Mitte. Oh mein fucking Gott, ich hasse ihn. Oh mein Gott. Muss das sein? Feuerschwäche. Sie hat kein Feuer. Wie ist das? Etwa müde? Hab ich dich! Führe 3 Schocks herbei. Ach du Scheiße. Ja, noch gar nicht gesehen.
Nee, geh mal weg von mir, bitte. Wie soll ich dem Bruder denn jetzt noch Das wird nix. Das wird nix, dass wir den noch... Außer... Oh! Es hat nicht gereicht, schade. Ah, fuck. Ich muss diese Aufgaben schaffen. Das ist ja schrecklich. Oh boy. Okay. Ja, dann muss ich erst mit Cloud kämpfen. Wow, durch seinen Angriff nicht getroffen. Er ist aber auch ein Nervengegner, ne? So, weg mit ihm. Au. Nice. Das war's. Volle Kraft. Ich hab genug. Das war's dann. So. Was machen wir mit dir? Du bist schon wieder fast tot, das gefällt mir nicht. Odin auf keinen Fall beschwören. Er ist schon wieder fast tot. Ausgezeichnet. Schocken. Oh mein Gott, der letzte Schlag war der Schock. Der letzte Schlag war der Schock. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weiter geht's. Oh, höchst interessant. Machen wir weiter mit der letzten Alter. Prüfung. Zwei Schocks. Okay. Kommt auf die Gegner an. Oh nein. Okay.
Tschüss! Wenn der für. Ja, okay. Und tschüss! Was soll das? Ziemlich schwach. Das ist gut. Keine Chance! Das ist nicht gut. Jetzt hat er sich gegen physische Attacken geschützt. Stromschlag. Das war's. Blitz und Donner. Nice. Alles geben. Und tschüss. Das ist aus. So, jetzt ihn. Okay. Schluss mit lustig. Das war's. Nur ein Kraft. Einfach, okay. Alles gut. So, und jetzt killen halt. Nimm das. Und tschüss. Das war so viel einfacher als das davor. Vom Grundlagenprüf. Wie viele Prüfungen kommen hier? Das ist nicht gut. Es kommen bestimmt 3x3 Prüfungen, 3x4 Prüfungen. Alle Prüfungen erfolgreich abgeschlossen. Sieht so aus, als ob ich schon wieder ein Meisterwerk erschaffen hätte. Nun denn, meine lieben Versuchsobjekte, schreitet voran. Zu Hojos Labor. Gehen wir. Ja, Vincent, ich hätte dich gerne bei mir im Team. Dann hätten wir noch einen coolen Typen. Was hat die eigentlich gemacht? Was immer der Professor ihr aufgetragen hat. Ich vermute übrigens, dass es um diese Frau, bei dieser Frau um Vincents Frau Lucrezia geht. Ich meine nämlich. Ich meine nämlich, Lucrezia war eine Wissenschaftlerin. Sicher nichts Gutes verzapft. Und für seine Leute wird das ebenfalls gelten. Und er war nicht nur ihr Leibwächter, die waren verliebt und so. Klassiker halt, ne? Kennen wir alle. Leibwächter verlieben sich immer in die Personen, die sie beschützen sollen. Nanu, wieso so sauer? Sei einfach still. Ich muss mich konzentrieren. Ich habe euch schon erwartet, meine Versuchsobjekte. Diesen besonderen Prüfungsraum dürfen nur einige wenige von mir höchstpersönlich auserwählte Individuen betreten. Ihr könnt stolz auf euch sein. Über die neuen Kampfdaten bin ich hocherfreut. Was hast du vor? Ihn zum Schweigen zu bringen. Als Ausgleich für eure Anstrengungen habe ich etwas ganz Besonderes vorbereitet. Das war es also, was wir gehört haben? Ist nicht wahr, oder? Darf ich vorstellen, eure letzte Prüfung. Zeigt mir eure hervorragenden Kampffähigkeiten, indem ich... Vincent hat die Hojo-KI... deaktiviert. Oh, den müssen wir scannen. Kann nicht schaden. Physische Attacken von mir. Okay, das ist Standard. Drangsalieren. Ja, okay. Und Eis. Okay. Moment. Als nutzlos. Ah ja, okay. Das war's. Ja.
Und tschüss! Genau so! Was soll das? Erfriere! Das war's! Eiskalt! Was? Aua. Das war's. Nimm das. Es wird kalt. Also doch keine Geister, was? Nein, das war ein Ungeheuer. Vermutlich von Hojo höchstpersönlich geschaffen. Aber warum dieses Singen? Einige der weiterentwickelten Spezies sind zu Empfindungen fähig. Vielleicht war der Gesang eine Art Wehklagen über das, was Hojo hier verbrochen hat. Über seine Grausamkeiten. Fühlende Ungeheuer, schon klar. Ich weiß, dass man alles Leben wertschätzen sollte, aber irgendwo gibt es auch Grenzen. Wir sind fertig hier. Das ist die Belohnung fürs Aufräumen. Ich gehe schon mal. Oh Gott, warum? Warum ist das jetzt auch noch eine Herausforderung? Wieso ist das jetzt auch noch eine Nebenquest? Was kriege ich hier? Was muss ich tun? Wie viel Content wollt ihr mir noch geben? Es hört nicht auf. Ja, das ist was für Offstream. Das ist wieder purer Grind alles. Okay. Ey, kann ich hier wenigstens hinreisen? Nein, nein, ich beschwere mich nicht, dass es so viel Content ist. Aber es wird halt immer noch mehr. Weißt du? Das ist halt das Wilde. So, wir haben Odin geholt. Wir haben alles fertig. Wir gehen jetzt einmal... Genau, wir machen jetzt den Schatz des Piratenkönigs. Nein, der Anruf kam immer noch nicht. Sonst hätte ich das schon gemacht. Ich weiß halt nicht, warum es nicht passiert. Wir kriegen ja offensichtlich anscheinend Sid oder Vincent nicht ins Team. Verehrte Gäste, es passiert ja nicht. Kapitän, wir fahren nun aufs offene Meer. Bitte rechnen Sie mit plötzlich am Schaukel. Nun schwanken. Schiff ahoi. Muss das sein? Die Bronco ist ein Kleinflugzeug. Für hohen Wellengang ist sie nicht gemacht. Also Augen zu und durch. So, wir fahren jetzt einmal hier das offene Meer ab. Also, das ist ja nicht das offene Meer. Aber wir wollen ja hier die Map einmal aufdecken und einmal alles abfahren. Wer weiß, was wo ist.
Oder wo was ist? Leuchtet das blau? Seetang des Piratenkönigs. Okay. Hier können wir andocken. Da ist ein Special-Gegner. Geheime Piratengrotte Gamma. Okay. Ein... Ich kann den normalen, den Quetzalcoatl nicht mal aussprechen. Wie soll ich ihn aussprechen? Bin mal so frei. Kannst du Wind? Perfekt. Das war's. Ja. Und tschüss. Sehr gut. Oh, sie ist gelähmt. Wechsel. Zieh dich zurück. Stets zu Diensten. Hab ich dich. Nimm das. Ich präsentiere Juffiplikation. Hab ich dich. Alter, diese Blitzanschläge, diese random Dinger, ne? Anstrengend. So, was ist denn hier der Schatz, den wir jetzt kriegen? Piratenrelikt Gamma. Okay. Oh, ich habe einen Gigatrank bekommen. Das ist nett. Okay, die Grotte hätten wir fertig. Schön, wie Vince und Sid da sitzen oder stehen bleiben und nichts machen. Wieso glaube ich, dass die erst im nächsten Teil richtig ins Team was wird? Ach Mann. Mich so gefreut. Ich meine, das ist cool, dass wir Vincent wenigstens jetzt schon irgendwie
Semi in unserem Team haben. Kann's losgehen? Sid ist mir fast egal. Wobei Sid auch wichtig für die Story ist. Vincent ist eigentlich gar nicht wichtig für die Story. Sid ist schon deutlich wichtiger. Wo nächste Grotte? Ah, das ist aber auch ein Riesengebiet, ne? Das ist jetzt kein Minigebiet. Ich meine, da wird nicht viel sein, aber es ist halt riesig. Wir müssen das alles abfahren. Ja, aber trotzdem, ich will ja jetzt nicht nur den Piratenschatz fangen, holen. Die Sicht hier ist unter aller Sau. Ich dreh ab. Aber da hinten ist eine Kiste. Sid! Aha. Was ist das? Da schwamm gerade was im Wasser. Oh, was geht hier ab? Sieht nach Wutai-Kram aus. Ich meine, ich will ja eh alles abgefahren haben, um zu sehen, um gesehen zu haben, dass hier dann auch nichts mehr ist, so. Daher muss ich gerade nicht, also ja, ich kann sie einblenden. Da sind halt die Grotten wahrscheinlich eingezeichnet. Ach, Fische schwimmen hier. Neben uns her. In der Mitte kann ja, also es werden wahrscheinlich Kisten rumschwimmen. Ich weiß es auch nicht, ob ich diese Kisten hier alle sammeln muss, weil die leuchten so krass. Vielleicht ist das aber irgendein Material für Synthese, das wir brauchen. Vielleicht brauchen wir das für irgendeinen. Da, den Kompass wahrscheinlich. Ah nee, dafür brauchen wir. Guck mal, dafür brauchen wir die Relikte für den Kompass. Mit dem Kompass finden wir dann das One Piece. Vielleicht finden wir noch ein paar Teufelsfrüchte bis dahin. Hat irgendwie was von Phantasialand Bahn, oder? Wo man auch mal durch so Fake-Steinhöhlen fährt. Wer macht denn Lampen in so eine Wasserhöhle? Absolut wild.
Wo bin ich? Selten, dass sich mal ein Gast hierher verirrt. Wo sind wir? Toll. Wir sind in Corell. Ja, gut. Nee, wir sind in in der Graslandregion sind wir. Dadurch, dass das so steinig war, hätte ich jetzt gesagt. Aber nee, Titan war Grasland, ja. Was willst du? Kann's losgehen? Ihr könntet das Ding auch ein bisschen schneller durchfahren. Lasst uns eine Biege machen, bevor Shinra uns entdeckt. Willst du mir sagen, ich darf nicht weiter in den Süden? Wow. Ein paar Meter weiter sieht Shinra uns nämlich nicht. Moment, die Tiny Bronco kann zum nächstgelegenen an Land gehen. Nein. Ah, ich glaube, da komme ich auch zu Fuß drauf auf das Schiff. Oder? Ja, ich glaube auch, da ist so ein Chocobo-Ding. Aber hier nicht. Und das könnte tatsächlich ein... Ja. Ein Relikt sein. Du bist aber groß. Kann ich den Schatz einfach so holen oder muss ich kämpfen? Oh, ich muss kämpfen. Auf Nummer sicher. Ja, das war's. Die Musik ist so cool hier. Jetzt oder nie.
Finis. Kein Problem. Verbrennen. Feuer. Stirb. Er zaubert auch Feuer, was soll das denn? Na gut, wenn es sein muss. Flamme der Ninja! Ich schlag dich zu Brand! Jetzt aber, jetzt entscheiden wir es. Und schaffst du das? Wieso dauert das hier so lange, bis ich wieder steuern darf? Okay. Bei dem anderen auch so lange gedauert, als ob sie den Sieg nochmal genießen. Aber können wir den Sieg nicht auch hier oben an der Schatzkiste besser genießen? Könntest du bitte nicht hochklettern, sondern runterspringen, so wie vorhin auch? Hallo? Will der mich jetzt ver... Vorhin bist du einfach runtergesprungen. Jetzt will der klettern. Es ist schade, dass es immer so undurchsichtig ist, wann ein Charakter macht, was er macht und wann nicht. Also, vorhin bei der anderen Grotte ist der einfach runtergesprungen und man musste nicht... Ja, vielleicht ist das ein Tacken höher. Es muss ja an der Höhe liegen. Kannst losgehen? Ich glaube, hier komme ich nicht weit, aber ich fahre ja trotzdem mal lang. Oh, wow. Wofür brauchen wir den Seetang? Ob wir die Quest dafür noch kriegen? Plot Twist, der Kompass bringt uns zu den Seetankkisten. Wir haben einfach alle schon gesammelt. Außer die eine, die im Nebel war. Wo Sid nicht weiterfahren wollte. Alter, guck mal, ich bin nur einmal außen rum gefahren. Das ganze Gebiet in der Mitte von dem
nicht einen Millimeter entdeckt. Wie gesagt, da wird nicht viel sein, aber trotzdem wäre das schon sehr befriedigend, wenn das auf der Map freigelegt wäre. Ob hier auch irgendwo so ein Monster spawnen kann einfach? Wir können den Talisman des Weltenbaums craften. Sah so komisch aus hier. Ey, nimm doch mit. Müsste gleich eine Grotte kommen. Hier links wahrscheinlich. Oh boy. Der hat einen dicken Knüppel, du. Hallo. Alles geben. Bin mal so frei. Und tschüss. Bei Ogern war es doch immer blocken, oder? Danke. Das war's. Eiskalt. Jetzt oder nie. Das war's. Aua. Moment. Einmal heilen. Einmal aus der sicheren Entfernung. Kämpfen. Zieh dich zurück. Es hagelt. Sehr gut. Das war's. Nicht schlecht. Und tschüss. Das war's. Volle Kraft. Nimm das und tschüss. Die Leine. Das war's. Ich hoffe, bei dem Piratending
als wir das eingesammelt hatten, auf dem Bild war ein Morbol-Pirat. Ich hoffe nicht, dass einer von den Grottenmonstern Morbol ist. Und wenn doch, bin ich genau so gefahren, dass das letzte Monster der Morbol wird. Ja, und hier können wir wieder runterspringen, weil es halt nicht so hoch ist. Es ist doof. Kann's losgehen? So,